Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Konrad Adenauer war ein sprudelnder Quell von Zitaten. Und ich möchte mal mit diesem Zitat beginnen. In der Politik geht es nicht darum, Recht zu haben. In der Politik geht es darum, am Ende Recht zu behalten. Als wir im Frühjahr 2019 neue Rahmenbedingungen für Dieselfahrverbote gesetzt haben, war eine Mehrheit dieses Hauses der Ansicht und der Meinung, dass mögliche Fahrverbote geeignet sind und erforderlich sind, um die Luft in den deutschen Städten sauberer zu machen. Sie haben auch gedacht, dass diese Maßnahme angemessen ist. Das heißt, dass die Eingriffe in Freiheit und Eigentum der richtige Weg sind, um eben diesen Gesundheitsschutz durch saubere Luft zu erhalten. In Zeiten von Corona wissen wir aber, dass Meinungen, Ansichten, aber auch Wissen nichts Absolutes ist. Dinge ändern sich mit der Erkenntnis. Und so wie Virologen ihre Erkenntnisse weiterentwickeln und darauf ihre Schlussfolgerungen anpassen, müssen auch wir in unserem Haus erkennen, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Und in Zeiten vom Corona-Lockdown sehen wir, dass der Zusammenhang zwischen sauberer Luft und Verkehr eben doch nicht so eng ist, wie die Koalition es uns im März 2019 meist machen wollte. Der Verkehr ist weniger geworden, die Luftverbesserung ist in vielen Städten nicht in gleichem Maße gesunken, in manchen Stellen geblieben, an anderen Stellen trotz weniger Verkehr sogar noch gestiegen. Und diese Erkenntnis wirft die Frage auf, sind Dieselfahrverbote überhaupt die geeignete Maßnahme, um die Luft in deutschen Städten zu verbessern? Und selbst das grüne Verkehrsministerium in Baden-Württemberg, eine wirklich unverdächtige Quelle für uns, hat jüngst im Landtag in Baden-Württemberg erklärt, warum es keine Korrelation zwischen Verkehr und zwischen Luftverbesserung, NOx-Werten, gibt. Nämlich wegen dem Wetter. Das Wetter hat einen deutlich höheren Einfluss auf die Luftqualität, als es der Verkehr hat. Und deswegen wird dieser Effekt der Verkehrsminderung durch Wetterlagen deutlich geschluckt und man sieht nichts mehr davon. Jetzt ist es ungleich schwieriger, das Wetter durch das Bundesemissionsschutzgesetz zu beeinflussen. Viel leichter ist es, Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer zu enteignen. Und trotzdem sollte es doch der Mehrheit dieses Hauses langsam klar werden, dass der einfachste Weg, nämlich die kalte Enteignung von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, in diesem Fall sicherlich nicht der richtige Weg für saubere Luft in den deutschen Innenstädten ist. Das schärfste Schwert, das der Staat hat, ist, zum Wohle der Allgemeinheit in die individuellen Freiheits- und Eigentumsrechte einzugreifen. Und deswegen darf sowas nur dann erfolgen, wenn die Begründung dafür eindeutig, klar und folgerichtig ist. Und genau daran, an der Geeignetheit der Maßnahme, zeigt es sich, dass diese im Moment nicht gegeben ist. Die Begründung für die Dieselfahrverbote liegen nicht mehr vor. Liebe Große Koalition, es ist langsam an der Zeit, dass wir auch dieses Gesetz uns noch mal im Lichte der neuen Sachen angucken. Wir haben im März 19 gestritten, ob Sie damals Recht hatten. Heute wissen wir, Sie haben kein Recht, und deswegen sollten wir diese Gesetzeslage ändern und den Menschen ihr Eigentum wieder zurückgeben.